Song. Das müssen wir nochmal versuchen hier. Okay. Einigermaßen glimpflich hier durch zu kommen. Und solange die hier kooperieren, sollte das auch kein Problem sein. So, wir müssen natürlich jetzt einmal links lang quasi. Und da werden wir mit dem Lighter-Fuel erstmal ein kleines Seilchen niederbrennen. Und vielleicht soll ich nicht schon alles verraten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles für die Quote. Ah, verdammt nochmal. Ich dachte eigentlich, das Dodgen geht, wenn man hier rechtzeitig hier die Waffe zückt, aber... War das nicht so? Bevor man angegriffen wird, einfach kurz die Waffe ziehen, damit man so dodgt? Ich dachte eigentlich. Müsste. Ah, Gott. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Okay, okay, okay. Hüpf! Gut. Okay, 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 okay. Renn! Durch, 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 durch. Okay, huh. Gut. Manchmal kann es sein, dass ihr schon vorher, dass es schon vorher kollabiert, das Ding. Hinten wären zwei rote Herbs und ich glaube Foto A oder so. Aber ich glaube, wir können mit diesem Verlust durchaus leben. Wurf, mach Platz. Am besten in mehrere Einzelteile. So. Und jetzt, natürlich, liebe Freunde, machen wir Bekanntschaft mit einem alten Bekannten. Also, für die, die das Game schon mal gespielt haben. Und viele, die die LPs gesehen haben. Nicht nur er. Jop. Der Blick war aber auch so, you like this? No lip asshole. So, wir können ihn fighten. Oder natürlich das machen, was wir am besten können. Und genau das machen wir auch, nämlich abhauen. Woo! Nice! Kobe. oder im Sinne von Defense eher LeBron. So. Natürlich kommt er nicht rein, was gut ist. Der Vorteil, wenn ihr gegen ihn fightet, könnt ihr von Brad die Stars-Karte nehmen. Damit habt ihr den einen. Damit könnt ihr ein bisschen was überspringen hier, aber. Muss man ja nicht. Ihr findet ja auch die Karte von Jill hier drin. Von daher, wie gesagt, ist das eigentlich kein Problem. So, wir haben schon mal zwei Maximum Green Herbs. Und ich weiß nicht genau, wie jetzt die Verteilung ist, aber ich glaube. Oder? Sind drei grüne Herbs genauso gut wie ein grünes und rotes? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Wirkung genau ist, aber das passt schon. So, da haben wir einen Typewriter natürlich, Ink Ribbons, aber die brauchen wir momentan nicht. This terminal controls the security system. I could operate it with if I had a Stars Key card. So viel zum Thema Lesen. Denn den ersten Report haben wir auch gleich und da treffen wir ebenfalls auf einen alten Bekannten, der es leider nicht gemacht hat. In Teil 2. Hier hinten müssen Bullets sein, oder? Oder? Ne, das war in Resi 2. Ja. Okay. Mein Gott. Die Kollegen sind aber auch hier. Ah, 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 ah. Okay, wir sind schon ein bisschen angeschlagen, aber das wird schon. Ah, reload. Gut. Brav, chill. Moment. Hier haben wir den nächsten, genau. Also immer mal am besten so ein bisschen wegdrehen von den Kollegen und dann schauen, dass sie automatisch, mein Gott, zu den jeweiligen Zombies eben hier aimt. Alles klar. Wenn es so weitergeht, dann brauche ich auf jeden Fall in baldigster Bälde mein erstes volles grünes Herb. Mein kleines grünes Herb. So, hier haben wir nämlich genau Marvin haben wir hier. Was hast du denn? It's RPD Officer Marvin Brannick. He has been fatally wounded by zombies. He appears to be holding something in his hand. Marvin's report. September 24th. There are reports of a theft in the municipal building before dawn. A jewel decorated clock at the main gate was damaged. Two of the 12 gems that are installed on the face of the clock are missing. Due to the lack of available officers at the time, I have no choice but to suspend the research of this case. Signed, Marvin Brannick.
September 26th, based upon an autopsy report of a 42-year-old restaurant owner, I have discovered that he has one of the missing gems. He apparently took shelter in the police department at about 10 a.m., where he was shot to death within 10 minutes of having developed the symptoms. Since the city is currently under martial law, we are forced to suspend this case. At this time, we'll keep the gem as evidence. Signed, Marvin Brannick. Genauso macht das die Polizei. Einfach mal alles, was man eventuell findet, einfach mal für sich behalten. Nicht, dass ich dagegen irgendwas gegen Polizei hätte oder so, falls irgendjemand gerade zuschaut, der eventuell diese Laufbahn anstreben sollte oder so. Absolut nicht. Alles cool. Ist nur ein Game. Deswegen ist es auch so bescheuert, dass es in der deutschen Version zensiert wurde. Genau wie Left 4 Dead 2 zu zensieren, was absoluter Käse ist. Resident Evil 2 wurde ja in Deutschland so zensiert, dass es grünes Blut, glaube ich, gab. Und hier in Resi 3 war es so, dass es silbernes Blut gab und dass die Zombies weggeblinkt haben. Und es gab keine Decapitation, also man konnte keinen Zombies das Gehirn wegblasen. Aber gut, wir haben ja jetzt hier die unzensierte englische Version. Und irgendjemand ist da hinten noch am rumstreifen, wie wir gerade gehört haben. Moment. Eins nach dem anderen. Okay, machen wir mal Manual Reload, Combine, Bam. Der Kollege steht nicht nochmal auf, was gut ist. Phew. Und hier treffen wir übrigens auch auf den einzigen... es gibt noch zwei dicke Zombies übrigens in Resident Evil 3 als Random Fact. Und einen davon treffen wir gleich hier. Direkt auf dem Weg nach oben quasi. Stairway to Heaven. Schön liegen bleiben, Junge. Police on duty. So. Wir haben auch wieder einen Safe Room. Und diese Musik ist sprichwörtliche Musik in meinen Ohren. Ah. Hier hätten wir natürlich, wenn wir den Key hätten in Resi 2, wären hier die Outfits. Und ich glaube, hier waren irgendwo noch Bullets. Aber auch in Resi 2. Bin noch Resi 2 geschädigt, muss ich sagen, anscheinend. Gut. Den Leiter brauchen wir erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr. Das Herb können wir auch wegpacken. Ja, ich glaube, wir machen uns mal ein paar Handgun-Bullets. Die könnten ins Handy oder ins Smartphone kommen. Hep. Und rein damit wieder in das Global Inventory quasi. In die Safe Box. Ups. Hier können wir auch natürlich den Film... Nothing Suspicious. Den Film entwickeln in Resi 2. Naja, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, zumindest zu Beginn, denn das Polizeipräsidium ist ja... Der erste große Spot, oder das, in dem sich 90% des Games abspielt in Resi 2. Grob geschätzt, 90% sind ein bisschen weniger, denke ich mal. Aber gut, Mathe ist ja bekanntlich auch nicht mein Hauptfach. Das genaue Gegenteil eigentlich. So, hier hinten haben wir die Stars-Karte. Und da könnten sich jetzt eventuell gleich Wowies dahinter verstecken, aber ich hoffe, dem ist nicht so. Nee, wir haben einfach ein paar Zombies da hinten. Und ich weiß auch gar nicht, ob hinter da hinten irgendwas war. Ich sag einfach mal nein. Und bleibe dabei. Und hier hinten übrigens ein Bild von Kobe Bryant. Genau hier in dem Poster. Großartig. Ja, die Leute haben schon Ahnung von guten Basketballern. We'll take the Stars Card. Ne, ich wollte es mir nochmal anschauen. Und hier hinten kann man ja in Resi 2 das, there's nothing you can do with this with the fireplace. Da bekommt man hier ein Gem, das dieses komische Bild da auskotet. Schauen wir mal ab. Empty soda cans and junk, nothing else. Offensichtlich. Aber ich glaube, hier hinten war noch ein Report. Jawohl. Nein, doch nicht. Ink Ribbon brauchen wir aber nicht. Wir versuchen uns ja ein bisschen bedeckt zu halten. It looks like there was a recent accident here. Ja, ich glaube, das hat eventuell was mit Zombies zu tun. das ist nur geraten, aber ich denke mal, das könnte schon der Fall sein. Und ich hoffe nicht, dass die jetzt gescattert sind, sondern alle noch da hinten sind. Was auch so aussieht, das finde ich gut. Gut, die Stars-Karte brauchen wir momentan noch nicht. Ähm...
Denn davon... Obwohl. Doch, natürlich brauchen wir die jetzt schon. Denn damit kommen wir quasi zu dem Computer. Da bekommen wir ein Passwort zu diesem Zahlenschloss, was ihr vorhin gesehen habt. Und ich kann ja auch schon den blauen Crystal mitnehmen, also den blauen Gem. Und dann müssen wir ein paar Etagen weiter hoch, damit irgendwann... Nee, ich sag's nicht. Es kann ja sein, dass es noch einige gibt, die das Game nicht kennen. Und denen will ich ja den Spaß an der Sache auf jeden Fall auch nicht verderben. Wobei ich bisher, glaube ich, schon ganz gut darin war, genau das zu tun. So. Es ist ein bisschen schwer übrigens, denn wie gesagt, ich kenne das Game von A bis Z. Aber ich gebe mein Bestes. Also euch nicht komplett den Spaß zu verderben, falls ihr es nicht kennen solltet. So. Notice to Star's personnel. Due to the emergency, the key to the Star's office has been moved to the evidence room. Today's... That escalated quickly. Today's password for the safe is 0513. Zero go each sun. Okay. Okay, 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 okay. 0513, das können wir uns, denke ich mal, so lange noch merken. Zero fucks were given. Five cows on one leafy meadow with three bells around their necks. Das ist eine Eselsbrücke, die auf jeden Fall nicht nötig ist für so einen kurzen Weg. Aber gut. Zero go each sun. Das kriegen wir hin. Ja, ja, ja. Zero go each sun. Perfekt. Und dann haben wir hier hinten noch den Blue Gem, den wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Oder den wir auf jeden Fall noch brauchen, besser gesagt. Das G war da, das GE war komplett fehl am Platz. Welcome, Grammatik. This is the giant. Come out of my mouth, please. Ja, das ist ja, also, die Sache ist ja die. Als ich damals angefangen habe mit YouTube, Let's Playen, da war ja eigentlich Resident Evil so ein fester Bestandteil auf meinem Channel und das hat sich ja ein bisschen so zum Negativen gewandt, dass ich eben nicht mehr wirklich Resident Evil gezockt habe und ich meine, ich laber gerade so viel, aber ganz ehrlich, Scheiße labern und Resident Evil 3, das ist so der Baustein, ein großer Tetris-Baustein quasi, der lange auf meinem YouTube-Channel und es ist so gut, dieses Game, ganz ehrlich, und es macht mir so viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ah, ich liebe dieses Game. Das ist großartig. So. Komm rein. Okay, von hier aus können wir nicht... Na. Nicht die ganze Ammo verschwenden. Die war ganz schön wertvoll. Ah, fuck. Eigentlich hätte ich ihn treffen müssen. Ah, okay. Legen Sie sich hin, Junge. Man könnte auch sagen, Resident Evil 3, a.k.a. Frauen-Hinterherrennen-Simulator, wenn man sich Nemesis nochmal ins Gedächtnis ruft. Ups. Na komm. Da haben wir ihn auch schon. Moby Dick ist ja auch mit am Start. Und ein bisschen träge, deswegen können wir den gut aus dem... Können wir den gut meiden. Ist hier hinten wie in Resi 2? Nee, hier ist leider keine Ammo. Schade. Hätte er sein können. Waren hier zwei? Vielleicht war hier auch gar nichts. Nee, sieht nicht so aus. Ich kann mich daran erinnern, dass hier eigentlich immer ein, zwei Zombies waren, aber okay. Gut, hier braucht man natürlich den Stars Key oder den Emblem Key. Natürlich, weg damit. Hier oben, ich glaube, wenn wir schnell genug sind, bekommen wir hier eine Magnum, glaube ich. Ansonsten einen Grenade Launcher. Ja, wir haben auf jeden Fall genügend Space, das passt. Wie viel Bullets hat 19? Das wird tight. Magnum! Yes! Da waren wir anscheinend schnell genug. Ich glaube, wenn man ein bisschen länger braucht, ist da nur, in Anführungsstrichen, ein Grenade Launcher, den man dann an anderer Stelle bekommt. Da hinten mal ein First Aid Spray. It's the desk of Rebecca, a rookie member of Stars. Gut zu wissen. Genau, First Aid Spray. Nehme ich trotzdem mal mit, man weiß ja nie. MWN. Da haben wir ein Key-Item, aber da warte ich mal noch. Das müsste der Lockpick sein. It's the desk of Wesker, Captain of Stars. Ein paar Male drücken, dann bekommt man ja dieses Foto. Bekommt man ja eigentlich auch eins? Moment, das will ich mal kurz wissen. Ich glaube, wenn man 40 oder 50 Mal hier drauf drückt in Resi 2, bekommt man ja diesen Film, den man entwickeln kann. Und ich glaube, hier waren dann Bullets.